Zauber haben wir ja fast alle schon. Ne? Es fehlen nur noch so die wirklich taubhafte Leinzauber. Eieiei, okay. Ja, drauf. Eintreten. Und da kommt eine Wache und ein Zauberer direkt hinterher. Hm? Egal, was ihr seid, ihr kriegt beide aufs Maul. Schuppenrüstung. Ich glaube, sowas könnte die Belly überhaupt anziehen. Eine Hexenschuppenrüstung. Warum nicht Obsidian? Die hätte ich angezogen, aber das? Nee. Gar nichts gut. So, lassen wir mal Jollum vor dem Schwachsinn rolle. Ach Gott. Das bringt uns ja quasi gar nichts. Weißt du, warum liegen hier Low-Level-Zauber rum? Das ist die Wüste. Da kommst du gar nicht hin, wenn du nicht schon was Besseres hast, ne? Ich weiß, ich speichere vielleicht ein bisschen zu viel im Moment. Ach, Duke Nukem in Blau. Ach, so sehen die Zauberer aus. Interessantes Gewand, ne? Sieht aus wie der Kosmos. Wenn wer genug Anlauf nimmt beim Treten, fliegen sie da auch hin. Und der Jollum ist im roten Bereich. Dann solche, ne? Du weißt ja, wie der Hände auflegen in den Schritt. So. Ach, weißt du, gönn den anderen auch nochmal ein bisschen, ne? Dann bleiben sie ein bisschen länger auf den Beinen, ne? Solche überprüft jetzt reihum alles fit im Schritt. Eieiei. Noch so einer. Komm näher. Genauso. Genauso wollte ich das. Zauberer weg. Wache weg. Die Zauberer verlieren auch Edelsteine. Das finde ich immer toll. Ach, da ist auch noch eine Geheimtür. Geht das hier zurück in den Hauptraum oder nicht? Wer das jetzt wüsste. Ach, kannst du auch blind die Hand auflegen? Ich hoffe es doch, weil jetzt ist halt dunkel, ne? Ja, da tastet er rum, ne, und findet Beulen. Dann fragt er sich, sind das Bellies Beulen oder die von den Jungs? Ich meine, okay, die Höhe, wo er die Hand hinhält, ne, das erklärt's ja. Komm, dafür mache ich mal das Licht, ne? Gewaltenteilung. Ja, also das ist eigentlich nur ein bisschen nervig, dass du hier die ganze Zeit deinen Lichtzauber ausgemacht kriegst, ne? Eine Herausforderung ist das nicht gerade. Das ist wie wenn im Haus die Sicherung fliegt. Okay. Also, ja, war tatsächlich quasi im Kreis gelaufen. Ja, komm, machst du mir als Licht aus, mach ich's wieder an. Oh mein Gott, da muss man einfach hartnäckig sein. Piu, 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 piu. Der Finisher klingt anders, ja. Gleich ist es auch soweit, da habe ich meinen Kaffee dann auch endlich mal leer, ne? Vom ganzen Laber nicht an den Kaffee Oh, warum ist da die Flüssigkeit grün? Ist das ungesund? Ich bin dafür, dass wir Shena vorlassen. Ist da jemand dagegen? Gott, da sind noch mehr Geheimgänger, ja. Ich meine, stört mich nicht. Kann man alles mal machen. Ach komm. Ich gehe jetzt einfach. Die erstbesten Wege gehe ich immer entlang. Die mag ja einfach nah dran. Oh. Er hat uns alle in den roten Bereich geprügt. In den blauen Bereich sogar. Aber Belly packt das noch und... Komm, basten wir mal. Ozzel levelt plus 1 auf Soundeffekte. Also jemand dagegen, dass wir den Shena vorlassen in die grüne Flüssigkeit? Ja, ich habe schon demokratisch entschieden, dass Shena vorgeht. Es ist immerhin eine Stimme dafür. Ich weiß nicht, die Tür, die sieht aus, als würde sie erst aufgehen, wenn wir was gemacht haben. Aber ja, schauen wir mal. Ah doch, Shena hat sie auf... Was bitte ist das, dass einen mit einem Treffer killt? Ach so, König Onkel Bob. Bop, bop, bop. Ich geb dir gleich, du Funkenmariechen. Also das Viech können wir packen. Weil das war ziemlich schnell, also die sich ziemlich einfach treffen in deinem gelben Bereich, aber... Das ist spicy. Wir hätten einen Karton Milch mitbringen sollen zum Ablöschen. It's a spicy monster. Was ist denn unser stärkster Zauber? Ja, Drachenodem immer noch, ne? Leichnam, verbrennt man den am besten? Ja komm, mach mal. Boah. Junge, chill mal deine Bones. Ich versuch's einfach mal, aber... Wow, das ist... Wir haben keinen Zauber, mit dem wir auf einmal alle dann zum Leben erwecken können wieder. Ha, scheiße. Das wird teuer. Obwohl, die Belly lebt noch. Die Belly könnte das noch rausholen, ne? Aber dann haben wir keinen, der wiederbelebt, ja? Ja, die Belly muss einfach nur ganz nah dran kommen. Okay. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir machen die Tür auf und teleportieren uns dann 4 Schritte nach vorne. Oder 3 Schritte müsste eigentlich reichen. Da müssten wir direkt dran stehen. So. Und wenn die Belly dann einen Treffer reinkriegt, ne? Spruch hat versagt. Na toll. Na toll. Jetzt wollte ich einmal clever sein. Gut, versuchen wir es mit dem Sprungzauber. Das könnte auch reichen. Weißt du, das erste Mal, dass ich jetzt hier wirklich mit der Taktik vorgehe, glaube ich, ne?
Oder Sprung hat versagt, ja? Nee, das geht. Oh, und dann killt er uns die Belly. Der Hodenmumsler. Da! Ja, jetzt wisst ihr, woran der gestorben ist. Bei Toten entfällt die Schweigepflicht. Ah, oh, Mensch. Oh, warum geht jetzt... Weißt du, jetzt hier neben bei meinem Netbook, wo ich den Chat drauf hab, ne? Wollen Sie ein Java-Update, Mann? Ich hab dir schon tausendmal gesagt, nein, und fick dich weg. Entschuldigung für die verbale Entgleisung. Weißt du, wenn die Programme es einfach nicht raffen... Alter! Ich brauch das nochmal, dass er nur einen so auf RIP kriegt, ne? Den können wir dann wiederbeleben, weil Tote beleben und so, ne? Tote erwecken den Zauber, haben wir ja. Also da könnte man ein bisschen kontern. Ah, und um den zu bekämpfen, ne, wir brauchen ja nicht unbedingt Licht. Ah, könnte klappen, könnte klappen. Belly? Jawohl. Jawohl. Und Behemoth, bitte die anderen Tote erwecken. Das müsste es sein, ne? Jawohl. Kostet zwar 10 Edelsteine, aber das ist doch wert, ne? Gleich mal speichern. Zwei permanente Verbesserungen wittere ich da. Ja, wunderschön. Das ist ja wie beim Sonderangebot, ne? Da muss man einfach zuschlagen. Ja, ja. Oh, Belly ist sogar wieder grün. Die hat solche auch. Die haben kaum was abgekriegt, ne? Aber die anderen, ja, Yollum und Shena gleich mal ins Grab geprügelt, ne? Dabei war es doch der Seuche immer dabei, Torchlight dann umgekippt ist, ne? Wobei wir ja nicht wissen, ob das nicht an diesem einen möglichen Bug da liegt, ne? Warum er dann auch immer wieder Blutsteinmagier hieß. So, linke Seite. Inferno-Rolle, das klingt wie was wir tatsächlich noch nicht haben. Ist das für die Magier? Dann gebe ich es mal am Yollum. Yollum lernt Inferno. Das ist bestimmt noch mal besser als der Drachen-Odem, oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Inferno. 75, ja? Scheint gleich auf zu sein oder stufenabhängig. Gut. So, und hier Implosion. Ja, komm, das gebe ich dann mal mir. Aus lernt einen Implosionsspruch. Wie viel Fristen da? Wie viel, Spruchpunkte. 100 von 20. Muss also auch gut sein. Kann man hier nicht dann auch wieder einen Sprung drüber machen, weil die Tür ist ja offen. Gut. Ja, 2 Punkte für den Sprung ausgegeben, 1 Punkt gespart für Licht. Ja, toll. Also, ja. Ja, ja. Komm, spring hinten dran. Oh, wieder ein grünes Becken. Normalerweise geht man damit zum Arzt. Komm, check mal ab. Ach komm, Shena, mach. Der Körper fühlt sich erfrischt an. Was ist denn das jetzt wieder? Aber er hat keine übermäßig großen Werte jetzt hier. Ich denke, wenn das was Permanentes war, kann er das ruhig behalten. Und Fantasy Duke Nukem Kopf ist wieder da. Ach, geh doch auf die Osterinseln. Ach so, wir hatten ja auch ein bisschen Lucifer-Kettenpanzer. Gold-Langschwert. Nee, solche, du hast ja dieses Obsidian-Schwert, Obsidian-Breitschwert, genau. Perlenhandschuhe. Jetzt geht's wieder los. Ist Perlen besser als etwas, was wir sonst noch dabei haben? Perlen gibt +2 Rüstungsklasse. Und Silber gibt +2. Stahlhandschuhe ist bei +4 auf jeden Fall schon, okay. Zufallshandschuhe, die erhöhen, glaube ich, den Glückswert um 5. Stahlhandschuhe. Bernsteinhandschuhe sind bei +3. Und hier Stahlhandschuhe. Nee, lohnt nicht. Alle hopp. Und sonstige Beute war da. Nee, war da nichts. Gut. Ich war ja auch erstaunt. Auf Steam kamen in letzter Zeit und kommen ja irgendwie ein ganzer Haufen Dungeon Crawler jetzt wieder raus. Auch so ein bisschen mit Cyberpunk-Setting und so, ne? Das war schon interessant, aber fragt mich gerade bitte nicht nach den Namen. Aber eins von diesen Spielen habe ich mir sogar gekauft. Da wäre ich mal gespannt, ob sich da was lohnt für mich. Verdoppeln-Rolle. Was bringt ein Verdoppeln? Das ist bestimmt ein Magierzauber. Yollum dann mal. So. Wollte gerade sagen, der Altar ist leer. Wir können das doch nicht zweimal lernen. Der despawnt nur nicht. Der ist sich zu bequem. Keine Geheimtür. Ich bin enttäuscht. Enttäuscht, Bini. Disappointed! Wie der Herkules geschrien hat. Also in seiner Fernsehserie mit Kevin Sorbo. Ach, die Musik, ne, das war doch herrlich. Diese Sound und Soundblaster hat Abnip-Effekte, ne? Das. Ja. Früher war das mal High-End, ne, das ein Computer hat, dass der sowas konnte. Da kommt ein Sarg.
Nee, aber hier soll nicht der Vampirkönig sein. Also es muss irgendwas anderes dort geben. So. Zersetzen-Rolle. Keine Ahnung. Kann das der Behemoth lernen? Nein. Komm, dann lerne ich das. Hoppala. Entschuldigung. Der Kaffee, der hatte zu viel Kohlensäure, ne? Vielleicht war es auch das Bier vorher. Was? Bier? Hier trinken wir nur Limonade. So, Kaffee ist jetzt endlich mal leer. Meine Tagesdosis ist hiermit aufgenommen. Weil ihr wisst ja, Kaffee macht den toten Mann munter und so, ne? Boah, wirklich, ich hab mir heute einen gekocht. Der hat ja fast nur aus Pulver bestanden, ne? Also, Kaffeepulver, ne? So richtig, ne? Aus dem dritten Weltladen, so richtig guter Kaffee. Steinkrat mit kämpfenden Drachen als Relief. Ja, will ich den Deckel öffnen? Ich glaube, ja. Ja, sonst macht der Schäner. Död. Ja, komm. Lad mir mein USB auf, du Arsch. Zwei sind übrig. Ja, nee. Nein. Aber wir wissen, wir können das Viech gut packen. Es darf uns halt nicht gleich alles raushauen, ne? Ja, guck, ist zum Beispiel nur einer gestorben. Und wenn die Belly den trifft, ist er tot. Ne? Sag ich doch. Behemoth, toter Erwecken, hat den Zauber noch rausgewählt. Ne? Ist doch alles in Ordnung. Und der Seuche, er legt mal kurz wieder die Hand auf. Der hat eh nicht mehr viele Spruchpunkte. Die kann man jetzt so raushauen, ne? Also diese Leichname, wenn sie nicht hier den Insta-Kill machen, da hauen die recht wenig Schaden raus. Jetzt habe ich schon wieder den Behemoth einmal zu viel gehalten. Na, unter Freunden kann man sich auch einmal zu oft betatschen, gell, Seuche? Dö. So meine Oldschool-Lieder. Ja, aber es gibt auch alte Spiele, die generell einen sehr guten Soundtrack haben. Ne? Ich bin ja ein Fan von allem, wo Alex Brenton draufsteht. Ne? Also Unreal, Deus Ex, Tyrion 2K und so weiter hat er ja überall mitgewirkt. Ah, was haben wir hier? Ätherisieren-Rolle. Komm, gib der Jollum. Aber ich glaube fast, das hatten wir schon, oder? Hatten wir das schon? Ja, komm, ihr seid gut, ihr spendet Edelsteine. Und sie teilen nichts aus, ne? Außer eben die Edelsteine. Das ist halt wirklich das Gute da dran. Da unten waren... Der war doch auch, genau, an diesem Becken sind wir doch, glaube ich, vorbeigerannt und haben es gar nicht überprüft, oder? Ah, ne, ihr fühlt euch... Ihr seid magisch ausgetrocknet worden. Ich glaube, da waren wir schon. Ja, trinkt der Brunnen quasi unsere Zauberpunkte aus dem Körper raus, oder was? Ich glaube, der Brunnen hat vergessen, wie Flüssigkeiten funktionieren. So, und jetzt gibt's ein schaumiges Hopfensüppchen, ne? Prostata. Also in dem Spiel, wenn du die Karte nicht hättest, ne, dann wärst du auch ein bisschen verloren. Aber zum Glück hat man ja die Karte, ne? Ich meine, okay, wie war das? Man muss erst Kartograf lernen, aber dann geht's, ne? Okay. Kommt doch bestimmt. Ah, da ist noch ein Leichnam und genau auf sowas habe ich gewartet. Ich hätte nur gedacht, vielleicht treffen wir auch noch den ein oder anderen Zauberer wieder. Zauber und Zauberer ist ein kleiner Unterschied. Das eine hat ein Bart, das andere nicht. Keine Geheimtür. Dafür wieder ein grünes Becken. Na komm, da geh diesmal ich rein, diesmal opfer ich mich, ne? Noch mehr Türen. Großer Dungeon, ne? Ja. Man wächst ja aber auch bekanntlich mit seinen Herausforderungen, ne? Ja, gute Videospiel-Soundtracks, ne? Vollgas natürlich, aber das war ja auch eine richtige Band, ne? Die so ein bisschen Bikerrock gespielt hat, ne? Die Gun Jackals. Das war super. Was ist das hier für ein Zeichen, das der Anti da gerade gepostet hat? Warum geht die Maus wieder nicht? Pride Cheers. Okay, ach so, Cheers. Ja, Internetprost, genau. Haha. Licht schimmert aus dem Smaragdbrunnen. Ja. Der Körper fühlt sich ja frisch dann. Sag ich mal nichts dagegen, das nehmen wir mal mit. Oho. Ja. Wie Goofy sagen würde, ach komm, den hebeln wir den Leichnam aus seinem Grab, ne? Schaden kann's nix, wir müssen nur wieder Glück haben, ne? Ich glaube, wir haben Glück, ja? Weil, wenn die Belly draufhaut, ne, dann steht halt nichts mehr auf. So. Wunden heilen. Unser Dieb ist nicht mehr ganz. Könnt ihr da mal wieder... Habt ihr ein bisschen Tape dabei, ein bisschen Arm dran kleben und so. Und die gebrochene Nase wieder gerade biegen. Da hätte ich einen Durchgang gemacht in den anderen Raum, aber ich bin ja kein Level-Designer. So, das Garagentor kriegen wir auch auf, oder? Ich glaube, das war heute das erste Mal, dass der Spruch gefallen ist, ne? Also, noch ein Leichnam.
Hoffen wir, dass wir wieder Glück haben. So. Ja. Schena knackt das Schloss. Kein Leichnam? Goldener Meisterschlüssel und 500.000 Gold. Okay. Gut, aber wir haben gesagt, Schlüssel und so weiter, ne? Das kriegen hier unsere Arbeitssklaven. Entschuldigung, nicht ich. Der hier, ne? Königskugel der Macht. Ja, müssen wir auch noch abliefern, ne? Legt uns ja sonst einfach nur Platz. Also, und da keiner bestimmt was dagegen sagt, geben wir die Königskugeln der Macht wieder beim neutralen König ab. Ihr habt bestimmt eben ein bisschen Gebrumme gehört, dass es wieder der Traktor, der draußen vorbeigefahren ist. Da kann ich nichts für. Kann ich auch nichts gegen, ne? Doch, mach dein Fenster zu! Ja, ja. Hier sind wir hergekommen. Ich erinnere uns, das da geht nicht auf. War da nicht irgendwo noch eine Tür? Weil ich will ja jetzt nichts übersehen, ja. Okay, hier habe ich aufgetreten, aber da war nur der Altar. Okay, da war die eine Zauberrolle. Da wollte ich dann noch durch. Gott! Da fliegt die Tür aus den Angeln. Der Gott der Minotauren bewahrt eine wichtige Karte. Ja, ja, und der Gott der Eisenwachsen wollte keine Knechte, oder wie war das, ne? Ja, ja. Verhexte Runen sind in der Kredistall, ja, ja. Eine Schwertrolle, das klingt nach was für Paladin. Solche versteht die Rolle nicht. Jemand versteht die Rolle nicht. Ja, dann Jollum, ne? Jollum hat Schwert gelernt. Was ist ein Schwert jetzt für ein Zauber? Ist der gut? Schwert, 75. Ja, das muss gut sein, ne? Hoffe ich. Ach, so, okay, der nächste Leichnam. Da müssen wir gleich wieder jemand erwecken, ne? Aber ja. Oh, 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 er hat keinen gekillt, er hat keinen gekillt. Und sogar noch Loot. Goldgürtel. Rubingürtel ist besser, Göttergürtel. Behalten wir mal Lebensgürtel. Lebensgürtel, hat er nur Bonus-Lebenspunkte gegeben? Oder auch irgendwie... Ich weiß nicht, was für ein Attribut ist denn für die Lebenspunkte verantwortlich? Ich habe keine Ahnung. Also, Belly, ja, 10 Lebenspunkte weniger. Komm, dann kriegst du hier mal einen Goldgürtel, ne? So, weil der bringt bestimmt mehr Rüstungsklasse. So. Ja, Perlenhandschuhe hatten wir schon. Oh, gut. Kann weitergehen. Aber so wie es aussieht, müssen wir eh bald aus diesem Loch wieder rauskriechen. Aber ich glaube, wir sind noch nicht ganz fertig. Da war die Schwertrolle. Genau, und da ging es nicht weiter. Ja, schade. Ich als Level-Designer hätte da noch einen Durchgang gemacht. Hier nach rechts, aber nee. Ach, da gibt es bestimmt noch woanders eine Tür. Bin ich mir... Du solltest nicht den Sprung machen, wobei der auch okay ist, aber... Jetzt ist keine Tür. Ich hätte jetzt gedacht, dass es da zur Seite noch weitergeht. Ja, vielleicht ganz am Arschende vom Dungeon wieder. Oder am Schnauzenende. Ich weiß gar nicht, wo ich hergekommen bin. Ich glaube, hier durch, ne? Irgendwie mal vor ewigen Zeiten. Genau, da hinten ist noch viel, das nicht aufgedeckt ist. Puh. Der Pionier in mir sagt, jetzt mach mal. Das Seuche hat ein Enton gepostet. Ja, ich kenne nicht viele Pokémon, aber das kenne ich, ne? Ja, also wenn ich sage, ich kenne nicht viele Pokémon, dann sind es etwa 150 oder weniger, ne? Ich habe nur mal Blau und Rot gespielt. Und Gelb, aber Gelb habe ich nicht fertig gemacht. Und ja. Gelb war ja quasi, aber ich glaube, da war doch gar nichts anders, außer dass der Pikachu halt dabei war und dass er halt Geräusche gemacht hat und Fratzen, ne? Oder täusche ich mich da? Weiß das jemand von euch? Ah, endlich mal wieder ein Zauberer. Ja, komm näher, alter Mann. Komm näher, alter Mann. So einen ähnlichen Bart will ich auch bloß in der Mitte zusammen, ne? Ach ja. Ist nicht ganz so fancy, aber voluminöser. Es klingt irgendwie so demoralisiert, das Lied, ne? Dieser Teil vom Lied. Als wäre dir dein Löffel in der Suppe abgesoffen. Wisst ihr, was auch einen verdammt guten Soundtrack hatte, aber das waren überwiegend halt so kurze Loops, könnte man sagen. Also nicht länger als eine Minute oder zwei. Master of Orion 2 war es, glaube ich. Ja, es war 2, weil 3, das ist der Teil, den es ja angeblich nicht gibt, weil die Leute ihn so scheiße finden. So, ja, lassen wir den Behemoth mal wiederbeleben. Er ist jetzt mal dran. Wir könnten aber auch bald mal wieder rasten. Wobei, dieses Spiel, ne, man braucht ja Nahrungsmittelreserven. Wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr schon ein paar Mal reingeschaut habt. Ach, für 13 Tage haben wir noch, das reicht. Da können wir noch fürstlich tafeln. Aber ich weiß gar nicht, wer bei Master of Orion 2 für den Soundtrack verantwortlich war. Ob das auch irgendein bekannter Name war oder nicht.
Fühlt sich bestimmt magisch erfrischt. Hier kommt wieder ein Zauberer. So. Hat uns nicht einmal treffen können. Allerdings, unser Jollum braucht trotzdem nochmal Heilung. So, jetzt sind die Mana-Punkte leer. Dann müssen wir bald rasten. So. Was haben wir hier? Hochspannungsrolle. Solche? Kann's nicht lernen. Dann ist doch auch wieder für die Zauberer. Na komm, ja. Ich hab Hochspannung gelernt. Uhu. Jetzt kann ich tolle Geschichten erzählen. Und da kommt dann wieder ein Leid. Oh, scheiße. Ich bin direkt auf den Zauberer zu. Egal. Zwei Leichname auch noch. Auf Wetten, dann ist da so ein Grab, ne? Weil es dann kuscheliger ist, da liegen dann drei Stück mal drin. Und gegen die können wir den Kampf dann ganz vergessen. Okay, versuch's. Das tut weh. Nee. Wir haben den zwar gekillt, aber dieser Verlust, der war zu arg. Vielleicht sollte ich dann gleich schlafen, weil Behemoth kann keinen mehr erwecken, weil die Mana-Punkte ja lesen. Ich sag Mana, ne? Die nennen es ja unbedingt Spruchpunkte. Die bestehen ja da drauf. So. Jetzt rabbelt's. Das war mir auch wieder zu arg. Na gut, alle RIP. Hat jemand Rippchen bestellt? Schmecken besonders gut mit der Leichnamsoße dazu, ne? Also, wenn man dann rülpst, dann stößt man quasi Staub auf. Alter, das ist kein Boss-Leichnam. Kann der sich mal ein bisschen zurückhalten? Wir hatten vorhin einen, der hat gar keinen gekillt mit seinem Angriff. Jesus Christ, Jesus Christus. Oh. Ja, okay, zwei Stück, das geht, aber die Belly ist die, die meistens den letzten Schlag setzt. Naja, deswegen jetzt schon verkackt. Weißt du aber, Behemoth stirbt nicht. Diese Kleriker. Keine Ahnung, vielleicht hat er einfach nur ein gutes Frühstück gehabt. Oder wieder Messwein gesoffen. Ah? Nur ich bin tot, damit kann ich leben. Das klingt irgendwie wie ein Widerspruch, ne? Nur ich bin tot, damit kann ich leben. Das ist gut. Muss ich mir merken. So, guck. Und hier bin ich wieder, weil wir mächtige Zauberer haben. So, und jetzt halt mich ein bisschen hoch, damit ich zumindest stehen bleib, wenn ich was abkrieg. Ach, aber da kommt ja gleich der nächste Leichnam. Vielleicht haut er mich wieder um. Welches Schwert war das wir gekriegt haben? Platin-Langschwert wäre natürlich super, aber ich glaube, das solche ist der einzigste von uns, der so mit Schwertern kämpft, oder? Obwohl, Shena, was hast du noch mal? Ein Platin-Säbel. Vergleichen wir mal und gucken mal, ob es der Shena überhaupt verwenden kann, ne? Säbel 4 bis 8, Langschwert 3 bis 9. Ach, das ist kein großer Unterschied. Ein Behemoth kann das bestimmt nicht verwenden. Na, welche Waffe hat ein Behemoth im Moment? Kann es sein, dass Behemoth gar keine Nahkampfwaffe im Moment hat? Huh, das ist ganz schön nachlässig von mir. Kleriker ist nicht vertraut damit. Der hatte doch sonst mal irgend so ein Prügel oder so. Wo ist denn der hingekommen? Habe ich Scheiße gebaut? Ich habe nicht aufgepasst und habe den aus der Hand gelegt, oder wie? Ich meine, für den kriegen wir bestimmt wieder eine Waffe. So ist es nicht, ne? Aber sowas sollte nicht passieren. Uff. Uff. Ist schon ganz schön blöd von mir. Ja, also solche, da wird's Anton jetzt besser passen, glaube ich. Ja, holy fucking sheep shit. Das gleiche jetzt nochmal. Nee. Das ist mir zu arg. Ich weiß, dass es zwar lame ist, dass ich da jetzt einfach neu lade, aber komm, Might & Magic ist darauf ausgelegt, dass man hier so Safe- und Load-Orgien macht. Och, ja, komm. Ihr seid nicht stark genug. Wir bräuchten einen Druiden mit Zaubertrank. So, ich muss mich gerade mal muten. Ich muss irgendwie meine Nase mal reinigen. Ist ja ein Gerät, das muss man irgendwie ein bisschen warten, ne? Aber der Nachbearbeiter Ossel, der darf jetzt hier labern, bloß er hat absolut keine Ahnung, über was er labern sollte. Deswegen sagt er bliblablub und versucht's nochmal. Okay, ich glaube, das ist annehmbar. Solche protestiert vielleicht dagegen, aber die anderen sagen, ist in Ordnung, macht ruhig weiter. Ah. Aber Behemoth ist tot, da ist doch unser Wiederbeleber. Nasenwartung durchgebracht. Solche hat mir eben einen ganz niedlichen Hund geschickt. Ah, von Funk Royal, okay. Funkherz und Funkfaust. Oh, er hat Brofist-Icons, hä? Dann profisten wir doch glatt über den Bildschirm zurück. Verdammte Kacke! Kann sich das Kackding jetzt mal zurückhalten? Mensch, ich reiß ihm die Knochen auseinander und mal so ins Viehfutter, keine Ahnung. Hihi!
wie Michael Jackson sagen würde. Das ist aber eine Menge Tod, die sie hier haben. Dann können sie davon noch was abgeben. Aha, komm! Jetzt will ich nicht an den blöden Ding mit den ganzen Tag rumhängen. Dudelüm, dudelüm, dudelüm. Ja, Drachenmaul, wir haben dich vermisst. Muss so ein Drache eigentlich auch mal zum Zahnarzt? Der Sound eben. Das war fast wie so ein binaurales Stück. Ach ja, ja, schick nicht den Kleriker. Prost, ihr Säcke. Also, der macht mich mürbe. Ja, wenn wir einen Tod kriegen... Ach komm. Probieren wir hier mal Implosion. Jawohl. Das nehmen wir jetzt halt mal mit, wenn's denn sein muss. Solche bitte Wunden heilen bei dir und Belly. Ding, 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 ding. Ich war aus dem Takt eben, ich weiß. Ich bin nicht so schnell im Ding sagen. Ich kann viel schneller den, den sagen. John hört der Seuche wieder zu, ne? Weil er hat Ditten gehört. Okay. Gibt's eigentlich irgendwas dafür, wenn man die ganzen Leichname gekillt hat, außer EP und Ruhm und das tolle Wissen zu wissen, dass man es gepackt hat, das Wissen zu wissen? Ossel bildet wieder Sätze, geht mal bitte alle in Deckung und kauft euch Kevlar-Westen. Mentale Kevlar-Westen. Splitterschutz. Vielleicht würden aber auch einfach Ohrstöpsel reichen. Okay, wir sind noch nicht ganz fertig, aber wir nähern uns dem. War ich da schon drin? Der Körper fühlt sich erfrischt an. Gut, ja, wir haben die Belly mal in den grünen Matsch geschickt. Und angeblich fühlt sie sich erfrischt, sondern da waren wir auch noch nicht. Komm, Seuche. Verständnis und Wissen, ja. Obwohl, das würde ich lieber der Belly geben. Ich meine, sie ist eine Barbarin. Sie braucht das nicht so wirklich, ne? Aber, ne? Sie hat halt den niedrigsten Wert, glaube ich, mit 26, ne? Gleich auf mit Behemoth als Kleriker. Komm, ich glaube, dann gebe ich es doch lieber im Behemoth. Sorry, Belly. So, unglaublich, ja. Jetzt kann er auch den Dreisatz lösen. Super. Ist gerade komisch, ne? Ich rede hier von Dreisatz lösen, habe Intelligenz 100 und in echt von Mathe fast null Ahnung, ne? Also das mathematische Talent ist bei mir äußerst unausgeprägt. Oder sagen wir, das Untalent ist sehr gelevelt, ne? Also wenn ich eine Sache dreimal rechne, habe ich drei unterschiedliche Ergebnisse. Ja, gut, da wollen wir nicht drauf. Joch. Schau doch gut aus. Moment, da ist auch noch ein Gang. Das sieht doch aus, als könnte da ein Boss kommen oder so. Ja, mal gucken, ob das Dungeon überhaupt einen Boss hat. Es hat noch mehr Geheimgänge. Gut. Ui, welchen Zauber finden wir hier? Superschutz. Solche versteht die Rolle nicht. Jemand versteht die Rolle nicht. Das ist alles für Magier, ne? Kann sein, dass wir Superschutz schon hatten, kann sein, dass wir es nicht hatten. Das hab ich mir nicht gemerkt. Immer was man kostenlos kriegt, ne? Das ist ja immer eine Win-Situation. Komm, lass den Schäner mal rein. Da fühlt sich jetzt auch wieder erfrischt an aus irgendeinem Grund. So, noch ein Geheimgang. Wer hätte es gedacht? Zauberer hinten dran? Nein. Der Schlüssel zum Höllenlabyrinth liegt in einem Steingrab versteckt. Nein, von diesen Steingräbern hier. Okay. Gut zu wissen. Und das Höllengrab, ist das dann im Sumpf oder wo ist das? Teleport, ja, das haben wir schon längst. Lass mal liegen. Das kann irgendjemand mal als Toilettenpapier verwenden. Und ich glaube, da kommt auch schon wieder ein Geheimgang. Ja? Der Gang macht da so einen Schlenker. Nein? Ach so, ja. Ganz am Rand der Karte. Ja, dann kann da nichts mehr kommen. So, dann haben wir hier noch den Gang nach Westen. Nördliches Westen, ja. Gut gemacht, Ossel. Lernen wir den Kompass lesen. Oi, oi, oi. Ich meine, es gibt Edelsteine. Ich beschwere mich nicht. Die können ja nichts austeilen, die Dinger. Treffen sogar meistens daneben. Ja, bat. Schäner fand Messer. Ja, komm, gib das mal einem Behemoth und dann kann er wieder kämpfen, ne? Och ne, Bronzemesser. Das gibt ja wahrscheinlich sogar Attacke-Abzüge. Ne, lass mal. Ich hätte ja gedacht, dass das wenigstens ein Stahlmesser oder sowas wäre, ne? Aber, ja. Damit würde ich noch nicht mal eine Banane schneiden. Da geht's noch weiter, okay. Lass den Yellow mal rein. Körper fühlt sich erfrischt an. Das ist aber schön. Die Firma Nivea hasst diesen Trick.
Ja, das kostet die Kundschaft. So. Guten Abend! Oder wann auch immer ihr die Folge guckt. Ja. Wir haben eigentlich die ganze Folge in der magischen Höhle verbracht. Also die war größer als erwartet. Die meisten Dungeons, die wir bisher hatten, ich glaube, die waren irgendwie kleiner. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich täusche, weil ihr wisst ja, im Alter, ne, da lässt die mentale Fähigkeit ein bisschen ab. Beim nächsten Mal sehen wir hoffentlich wieder ein bisschen was anderes, ne? Ich sag danke fürs Zuschauen, macht's gut.